Hallöchen, Loot Chest Unboxing. Wahrscheinlich das letzte. Warum, wieso? Nach dem Intro. Hallöchen. Nochmal. Loot Chest ist da. Wie ihr am Datum seht, mal wieder zu spät. Und die meine Unboxings von der Loot Chest verfolgen, wissen, dass das jetzt schon das dritte oder ich glaube, wenn nicht sogar das vierte Mal so ist. Ich hatte das im letzten Video schon mal gesagt, dass ich ja im September umgezogen bin. Nein, Quatsch, am 1. Oktober bin ich umgezogen, aber seit September hatte ich die Adresse bei lootchest.de geändert. Scheint aber keine Sau da zu interessieren, weil sie trotzdem jedes Mal an die falsche Adresse bzw. an die alte Adresse geschickt wird. Ich jedes Mal mit dem Support reden muss und jedes Mal meiner Box hinterherrennen muss. Diesen Monat wurde mir wieder versprochen, dass es das letzte Mal ist. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, nee, Schluss, weil ich sehe es nicht ein, ich zahle dafür. Es wird mir auch kein Stück entgegengekommen irgendwie, dass man sagt, hey, wir haben dreimal Scheiße gebaut, die nächste Box geht auf uns oder was auch immer, nichts. Deswegen habe ich den Entschluss gefasst, dass das wahrscheinlich meine letzte sein wird. Die Sache ist noch nicht hundertprozentig durch, aber ich bin mir eigentlich zu 70% einig, dass das die letzte sein wird. Leider, ja, aber was soll ich machen? Ich habe keinen Bock, jeden Monat irgendwelchen Scheiß hinterher zu rennen. Mir wurde erzählt, dass irgendwie was im System nicht hinhaut. Es wird irgendwie immer der falsche Sticker gedruckt. Ja, ist aber nicht mein Problem, ganz ehrlich. Wenn ich auf Arbeit Scheiße baue, werde ich auch dafür belangt und also kann ich nicht nachvollziehen, ist mir mittlerweile auch scheißegal. Wie gesagt, es ist der dritte oder vierte Monat, ich weiß es gar nicht genau, wie lange das jetzt schon so geht. Und ja, naja, egal, genug der miesen Stimmung. Nichtsdestotrotz packt man die jetzt mal aus. Mal gucken, was hier diesmal drin ist. Dezember. Mal schauen. Ich hoffe, die ist nicht zu überladen mit irgendwelchen Star Wars Scheiß, weil ohne Scheiß, ich mag Star Wars, keine Frage, bin jetzt nicht der übelste Fanboy, aber mittlerweile nervt's echt. Also mittlerweile kann ich Star Wars nicht mehr sehen. Booklet. Das ist auf jeden Fall, das Design ist schon mal schön gemacht. Das finde ich gut. Wieder so ein paar Artikel drin, aber den Rest schauen wir uns dann später an. Das ist ein, Moment mal, ein PC-Spiel. Hier unten ist der Code. Kenne ich gar nicht. The Inner World Special Edition. Scheint so ein Point-and-Click-Adventure zu sein. Keine Ahnung. Ja, da oben steht's. Mal sehen, weiß ich nicht. Werde mal im Freundeskreis fragen, ob da jemand Interesse dran hat. Wenn nicht, werde ich das später vielleicht mal, weiß ich nicht, an euch verlosen oder so, keine Ahnung. Für mich sind solche Spiele auf jeden Fall nichts. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal ein T-Shirt. Hier haben wir ein Hot Wheels. DC Comic Batman Classic TV Series. Und hier haben wir ein Classic Batmobil. Okay. Hier gibt es noch einige andere. Batman Begins, Batman Pod, Batmobil, Batman Classic, das haben wir ja. Arkham Knight, Batmobil und The Beat. Okay. Cool. Nicht schlecht. Wir packen es einfach mal aus. Was soll's? Wie früher, das weckt Kindheitserinnerungen. Ist das immer scheiße als Mann ohne Fingernägel? Komm schon. Da haben wir's. Matt Schwarz, schon mal mein Stil. Ja, Hot Wheels typisch. Jeder kennt wahrscheinlich Hot Wheels Autos. Ja. Nettes Ding. Und dann haben wir hier
Das sieht mir nach Master Chief aus. Halo. Grau ist schon mal gut. Ich stehe auf graue T-Shirts. Ein Master Chief mit Peace Logo. Soll wahrscheinlich so eine so Vietnamkrieg hatten ja die Soldaten immer solche Peace-Logos und Sprüche auf den Helmen, war soll wahrscheinlich so ein bisschen daran erinnern. Halo, zu meiner Schande, habe ich wirklich noch nie gespielt, obwohl ich auch eigentlich jede Xbox besessen habe. Aber Halo ist irgendwie nicht so meins. Dann haben wir Star Wars. Nein. Ein Yoda auf einer Dose. Das ist Space Punch Vitamin Drink. Möge die Macht mit dir sein. Okay, auf jeden Fall schön kalt. Collectors Edition Nummer 2. Okay. Machen wir mal die Direktprobe. Wow. Kann man echt trinken. Fruchtig. Schmeckt gut. Ich gebe es mal kurz weiter. Mal gucken, was meine Frau sagt dazu. Die ist ja auch so ein Energy Drink Junkie. Fruchtig, sagt sie. Noch ein T-Shirt, nice. Star Wars, nein. Naja, okay. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Schwarz, noch eine Farbe, die ich sehr mag. Ja, die Pumper von euch, die wissen, grau ist immer gut. Dr. Bizeps immer größer. Schöne Grüße hier mit am Benny. So. Imperial Academy. Pilot Suit. Killer. Irgendwas. Okay. Aber ist ein geiles Motiv, muss ich sagen. Gefällt mir. Sieht echt cool aus. Ich hatte schon Angst, dass hier vielleicht irgendwie so ein Jedi oder irgend sowas drauf ist oder irgend sowas anderes. Das ist ja geil. Eine Iron Man Metallbox. Funkel, funkel. Ist zwar leider der alte Comic Iron Man. Der ist ja optisch eigentlich nicht so geil wie der neue. Aber Iron Man ist Iron Man. Richtig cool. Mal gucken, was ich damit mache. Ich denke mal, da wird so ein bisschen RC-Stuff reinkommen. Auf jeden Fall cool. Nice. Und ein noch ein Star. Als hätte ich es gewusst. Oh Mann. Es ist echt, damit machen die Publisher sind es ja nicht. Naja, im Endeffekt doch schon ein bisschen, aber das Merchandise von Filmen, die gerade rauskommen, werden so ausgequetscht, dass die ganze Freude vom Film irgendwie im Endeffekt wegnehmen oder der Film dann meistens auch scheiße. Es wird zwar bei Star Wars nicht so sein, aber man hat zum Beispiel bei den Minions gesehen, das Merchandise wurde so ausgequetscht, es wurde wirklich der letzte Cent vom Konsumenten aus den Nieren gequetscht und der Film war meiner Meinung nach totaler Scheiß. Also der Minions-Film war für mich eine totale Enttäuschung. Kinder haben es zwar gefeiert, aber ich fand den überhaupt nicht toll. Das wird auf jeden Fall verschenkt werden, ist ja bald Weihnachten. Ich kenne da einen kleinen Star Wars-Fan, der wird sich darüber bestimmt freuen, hoffe ich. Ist eine Erstausgabe von 2015, September dieses Jahres. Panini-Comic, jo. Skywalker schlägt zurück. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Ja, vom Inhalt der Box. Also zwei T-Shirts ist auf jeden Fall richtig geil. Die Box ist auch cool. Der Drink schmeckt. Das Spiel, ja, weiß nicht. Ja, man kann halt nicht immer die Geschmäcker treffen, ne? Auto, ja, kann man machen. So, schauen wir mal kurz, wie immer zum Schluss, was mit den Preisen ist.
T-Shirt, wie immer, 15 Euro. Die Box, oh, da hatte ich aber wirklich Glück. Es gab noch Hulk, Captain America, Iron Man, die ich ja habe, und Spider-Man. Spider-Man fände ich vielleicht auch noch cool, aber ja. Dann das Collector's Core, 8 Euro. Ja, gut, Hot Wheels ist teuer, ne? Das Comic, 5,95 €. Stand da nicht was anderes vor? Hier steht 4,99 € und hier steht 4,95 €. Loot Chest, ihr habt euch selber beschissen. dann der Drink. Oh, den mit Darth Vader hätte ich ja gern gehabt. Oder mit so einem Stormtrooper. Ich stehe irgendwie auf Stormtrooper, ich habe auch keine Ahnung warum. In a World Spiel kostet 20 Euro. 20 Euro? Ernsthaft? Krass. Okay. Und das Plus-Item war das Master Chief T-Shirt. Ja, stimmt, der neue Halo-Teil ist ja jetzt, glaube ich, erst rauskommen oder kommt noch. Hier habt ihr euren Gutschein, wie jeden Monat. Euer 10 € Rabattgutschein, wer ihn braucht. Ich brauche ihn nicht. Hinten wie immer ein bisschen Werbung von den Partnern. Rocket Beans, Lioncast. Hier ist noch ein Gutscheincode für einen Server von Ark. Ja, wer braucht? Bitteschön. Loot Chest App. Ja, habe ich. Die bringt euch aber im Endeffekt nichts. Ja, das war's. Wie sah vielleicht die letzte Loot Chest? Wir werden sehen. Auf jeden Fall war die Box okay, muss ich sagen. War nicht schlecht. Auf jeden Fall T-Shirts finde ich wieder mega cool. Also mit T-Shirts hat's Loot Chest echt drauf, muss ich sagen. Da habe ich bis jetzt eigentlich noch keins gehabt, was mir nicht so wirklich gefallen hat. Gut, das von Zelda, weil ich nicht so ein Zelda-Fan bin, aber war im Endeffekt doch trotzdem ein cooles Design. Ja. Das soll es soweit von mir gewesen sein, von diesem Video. Wie gewohnt, 18 Uhr, ne? Der Adventskalender, Dingsbumskirchen. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.